Wir sind zurück in Endless Space 2 und das da vor uns ist ein Neutronenstern, ein zusammenbrechender Stern, der kurz vor seinem Ende steht und eine wahnsinnige Dichte aufweist. Der Kern ist ungefähr 10 bis 20 Kilometer im Durchmesser, hat aber die Dichte, die Masse oder beides von 1 bis 2 Sonnen, also eine wahnsinnige dichte Kugel. Und ja, ein erstaunliches Objekt, würde ich mal sagen. Und die Strahlen, die hier rausgehen, die vernichten alles, was im Weg steht. Hoffentlich nicht wir. So, genug der Astronomie. Zum ersten Mal sind wir führend punktemäßig knapp vor dem Imperium, das allerdings unsere Verbündeten sind, ist, Schrägstrich, und vor den Sofrons, die unsere Feinde sind. Allerdings habe ich festgestellt, dass ich wohl aus Versehen in der letzten Folge mit denen einen Waffenstillstand verhandelt habe, indem ich unachtsam war und einfach auf OK bestätigen geklickt habe. Ich hätte das X anklicken sollen und den Vorschlag Waffenstillstand ablehnen. Tja, so kann es kommen, aber ich glaube, ich muss das mal eben nachholen und die Sofons, unsere Hauptfeinde, Konkurrenten. Checking up on us again, eh? Oh. Wieder den Krieg erklären. Ja, das war meine Schuldigkeit. Gosh, we are so surprised that you're a bunch of jerks. Or not? Ja, die sind gar nicht begeistert. Herrje, so ein richtig echter Krieg. Ich schätze, unsere Eierköpfe hätten das kommen sehen müssen. Haben sie vermutlich auch. Na dann, bereiten sich mal auf die Niederlage vor. Ich schätze, wir sehen uns bald auf dem Schlachtfeld. Tja, schätze ich auch. Die Frage ist nur, wer erleidet die Niederlage? Werden wir auch sehen. So, genug geschwafelt. Vor allen Dingen steht noch eine wichtige Aufgabe an, denn die Argosy kann endlich wieder ein System kolonisieren. Das hatten wir schon längst tun sollen, denn ich hatte die ganze Zeit auf Bellatrix gewartet, was wir erobert haben von den Sofons. Nur ich hatte auch vergessen wahrscheinlich, dass eroberte Systeme nicht mehr kolonisiert werden müssen, sondern einfach nur besiedelt. Ja, gesagt, getan, wir haben es besiedelt, aber nicht kolonisiert, und hier in Fund kann ich kolonisieren. Und jetzt überlege ich gerade mal, welchen Planeten ich zuerst besiedeln möchte. Produktion wäre nicht schlecht für den Anfang, aber Produktion gibt es hier kaum. Ist auch blöd. Hier gibt es Hyperion, hier gibt es Anomalien. Und Nahrung. Vielleicht fürs Wachstum dann auch nicht schlecht. Vielleicht sollte ich einfach mal Fund 2 kolonisieren. So. Riesiger Planet. Ja, bis auf die Produktion gar nicht mal übel. Schöne Landschaften, schöne Tiere, seltsame Tiere. Oh, ein Ring. Genau. Was, hygienische? Nee, hygensche Ringe. Cyberflora. Mehr Wissenschaft, mehr Zustimmung, auch nicht schlecht. Da sollte ich vielleicht ein paar Pulsos ansiedeln, weil die verstärken die Anomalien. Ja, wäre eine gute Idee. Erstmal bauen wir was. Drohnennetzwerk. Und Portal, ja. Ja, vielleicht erst das Drohnennetzwerk wegen der Produktion. Könnte ich auch kaufen. Ich glaube, Geld ist gerade auch nicht so das Problem. Ja,
das sieht besser aus. So, Fund kann kolonisiert werden und wir kolonisieren natürlich dann auch noch die anderen Planeten. Fund 1, Fund 2. Schön, endlich mal wieder eine neue Kolonie für die Walters. So, das heißt, wir könnten gleich mal ein paar Pops, Bevölkerungseinheiten dahin schicken. Wer hat denn viel? Moment, wo kann ich das sehen? Bevölkerung. 17 Gatria zum Beispiel. Was haben die denn so? Haben die Pulsos? Nö. Aber die sind ganz schön voll. Ich schicke trotzdem mal ein paar Einheiten dorthin. Die Niris bringen mehr Nahrung. Kann auch nicht schaden im Aufbau. Und ja. Vielleicht noch eine Einheit Walters nach Fund entsenden per Raumhafen. Da fliegen dann automatisch Zivilschiffe Richtung Fund. Hä? Mehr als drei kann ich nicht, okay. Na gut, lassen wir das mal so. Wer hatte denn noch so viele? Na. Ach, da unten sind die, alles klar. Bellatrix hat viele inzwischen. Piskis. Haben die Pulsos? Ich brauche noch ein paar Pulsos. Wo sind die denn alle? Da. Ja, allerdings haben die auch eine Anomalie. Aber eine könnte ich mal rüber schicken zu Fund. Volles Fund. So, wo treiben sich denn noch Pulsos rum? Ich glaube Bellatrix. Aber das ist ja auch noch relativ neu, aber die sind schon ziemlich voll, sehe ich gerade. Könnte ich vielleicht doch. Wo sind denn die Pulsos? Ich meine, da hätte ich ein paar. Hey, doch nicht. Ach so, hier sind auch jede Menge Anomalien, deswegen, alles klar. Ja gut, dann ist es halt so, dann sollte ich die Pulsos vielleicht mal ein bisschen begünstigen beim Wachstum, genau. So, wir haben eine neue Kolonie. Und so, die Argus, ich muss sowieso wieder aufladen für die nächste Besiedlung, falls es überhaupt noch dazu kommt. Wir sind ja schon im Endgame und die aktuelle Quest heißt: Bewache die Magnetsysteme und verteidige sie vor den Fanatikern der Akademie. Und ja, da bin ich jetzt dabei. Und ich würde sagen, wir können mal in die nächste Runde, oder? Habe ich was vergessen? Ich glaube schon, denn wir haben ein Galaxiewunder erforscht. Und zwar die Clearingzentrale. Und diese Clearingzentrale, wie gesagt, ein Galaxiewunder, was nur eine Fraktion gleichzeitig haben kann, bedeutet, dass wir den Markt hier kontrollieren. Und wir können Steuern auf alle Transaktionen erheben und Steuern festlegen. Von 0 bis 25%. Ich weiß natürlich jetzt nicht, inwieweit das andere verärgert, wenn die Steuern zu hoch sind, aber ist natürlich eine gute Sache. Das heißt, wir verdienen jetzt kräftig mit und ich gehe mal
auf, ja, 12% und das gibt gleich 400 Dust mehr. Sehr nett, sehr nett. So, aber jetzt gehe ich mal weiter in die nächste Runde. Die Frage war auch, oder doch nicht, die Frage war, genau, ich wollte erstmal die Sonden fliegen lassen und dann entscheide ich, ob ich gleich die Bodeninvasion starte in Bota, dem Hauptsystem der Sophons. Oder ob hier noch böse Überraschungen lauern. Genau, deswegen nächste Runde. Oh, Auriganova kann bauen. Tja, schon ziemlich voll. Fast voll. Aber was bauen wir? Was kann's denn? Wissenschaft. Also könnten wir noch die Wissenschaft verstärken? Wie teuer wäre denn das? Ja. Genau. Ein Scout. Ja, gut, ich gehe endgültig in die nächste Runde. Ah, ich kann das immer so schwer, weil es immer so viel zu tun gibt. Die Wissenschaftler führen die Partei, unsere Partei. Kostenlose Kampftaktik-Modifikation verfügbar. Du kannst jetzt deinen Kampftaktiksatz kostenlos ändern. Aha. Schauen wir mal. Oben sind 17 Karten verfügbar und wir haben 4 Slots. Einer ist noch gesperrt. Also was wirklich sehr gut ist, ist Energie für die Schilde. Diplomatische Immunität. Das ist gut, wenn man sich unbeschadet aus einer Schlacht zurückziehen will. Das ist auch sehr gut. Ansonsten Sperrfeuer. Vielleicht irgendwie was Offensives vielleicht noch hinzufügen. Vielleicht irgendwas für die Bodeninvasion. Gibt es sowas? Wahnsinn. 17 verschiedene Karten. Flotten. Eskorte. Verstrahlung, was ist denn das? Mehr Einfluss pro zerstörten Punkt. Erhöhung, 50% Erhöhung durch Moral. Moral, wozu braucht man das eigentlich? Aber gut, ich brauche ja mal eine Offensiv... Karte. 70% Schadensbonus bei kritischem Treffer. Das ist natürlich auch sehr nett. Ja, das sollte ich vielleicht mal ersetzen durch diese. Ja, genau. So, das hätten wir. Und wir können eine neue Forschung anstoßen. Also ich denke, militärisch haben wir es erstmal genug erforscht, bis auf die ganz fortschrittlichen Waffen. Vielleicht ein bisschen mehr die Wirtschaft ankurbeln noch. Ja, würde ich sagen. Was haben wir denn hier noch? Mehr Nahrung wird in Produktion umgewandelt. Auch nicht schlecht. Aber ich denke mal, die Wirtschaft soll es sein. Und wir haben dadurch einen neuen Sektor im Bereich Wirtschaft und Handel, nämlich den 5. freigeschaltet. Und wir können... ja, was können wir? Achso, wir können unser System auf Stufe 4 aufwerten mit Luxusressourcen. Genau, darauf habe ich auch gewartet. Sehr gut. Sehr gut. Die Baulisten.
die Bevölkerung wachsen. Ja, das ist wegen Hin- und Herschicken, denke ich. Also Umsiedlungsprogramme, die laufen. Und Petrov Jutka, unsere dienstälteste Heldin, kann aufleveln. Mit was? Sie ist ja Verwalterin. Das sollte man dann auch berücksichtigen, klar. Nahrung, mehr Produktion auf heißen, plus 10, naja. Prozent wäre besser. Ach, ich glaube, ich reduziere die Kosten noch und die... Obwohl, ja doch. So, die können ja noch weiter wachsen und leveln. Hoffe ich. So, was passiert hier? Mal die Schiffe bewegen. Wer bewegt sich denn hier überhaupt? Schwer zu sehen von hier aus. Stadeiros wird blockiert. Handelsrouten. Ja, das passiert öfter mal zwischendurch. Ja. Apropos, sind das vielleicht die Piraten? Muss ich den Pakt verlängern? Moment, das kann sein. Genau, ich muss unbedingt den Piratenpakt verlängern. Hier. Wird auch immer teurer. Aber es muss sein. Sonst habe ich auch noch Krieg mit den Piraten und ich kann die Portale von denen nicht nutzen. Das wäre blöd. So, was haben wir noch? Ah, Dominik Havanen kann auch aufstufen. Der ist zurzeit auch Verwalter. Ja, der kriegt noch ein bisschen mehr Produktion. Spendiert. So, was sagen denn die Spähsonden hier in Sofonhausen? Ja, ich denke mal, die sind... was denke ich? Ich weiß es nicht so recht, aber ich denke, militärisch können wir ihnen jederzeit Paroli bieten. Ein mittleres Kriegsschifflein. Ja, die produzieren wahrscheinlich ein paar nach, aber ich denke mal, wenn wir angreifen, sollte das genügen mit ordentlich Power. Habe ich noch irgendwas vergessen? Die Magnetsysteme. Die werden weiterhin bewacht. Ich muss sie 10 Runden lang schützen. Water ist noch unbehelligt. Aber man muss ja eine Heldenflotte dahin schicken. Und ich habe ja auch nicht so viele Helden am Start. Ich dachte eigentlich, das macht mal das Imperium für mich. Das Imperium ist ja jetzt nicht in meinem Team. Ich glaube, die Sofrons. Naja, wir werden sehen. Ich kann auf jeden Fall nicht alle schützen. Ich schütze, glaube ich, 4 sogar gerade. Ja, das will die mal unter sich ausmachen. Sabel, genau, da tut sich auch was. Und Andromeda, genau. Ja, genau, also die Bodeninvasion steht an. Kann ich noch meine Militärfähigkeiten verbessern? Ach so, das ist fast voll ausgebaut. Ich brauche jetzt nur noch die Luftunterstützung aufleveln, was ich auch kann. Ganz schön teuer. Ja, außerdem glaube ich, dieser Faktor ist gar nicht so entscheidend. Weil es ja nur 10% sind. Ja. Da warte ich mal, das ist mir gerade so teuer. Und ich weiß nicht, ob ich die Ressourcen Urichal 6 und Quadrinix für andere Sachen brauche. Genau. So, dann ja, sollte mal der Schritt... Ja, ich gehe noch eine Runde weiter und dann schaue ich mal, bis die Sonne da ist und dann... Entscheide ich. Ach, Ranas. Ranas, was bauen wir denn? Ja, im Zweifelsfalle Wissenschaft. Oder?
Was ist das denn hier? Kontrollbasis. Ach so, da kann man die... Ah, das ist gut. Die Handelsunternehmen steigern, genau. Das hatte ich ja erforscht. Sehr schön. So, eine Runde weiter, wie gesagt. Und angeblich steht unsere Allianz kurz vor dem Sieg, dem Eroberungssieg. Wird sich zeigen. Kann ich das hier auch bauen, dieses Handelsding? Ja, kann ich. Sehr gut, das bringt mehr Money. Money. Oh, ich habe einen neuen Ansammlungsbonus freigeschaltet für die Horatio. Und das bringt mehr Nahrung und mehr Stimmung auf heiß. Mehr Stimmung auf heiß. Mehr Stimmung auf heiß. So, wer könnte noch bauen? Surma. Oh, ein neuer Drehker ist fertig. Kann ich gleich mal rausschicken. Zur Verteidigung. So. Kann ich jetzt endlich mal bitte in die nächste Runde? Was haben wir denn hier? Moment, was soll denn das? Ein Sofon-Schiff? Nein, das geht nicht. Invasion. Habe ich eine Heldenflotte hier? Nö. Dann greife ich mal mit. Ja. Eigentlich wurscht, aber ich greife mal mit den beiden Drehgas an. Das müsste reichen. Hoffe ich. Ja, klar. Muss. Die sind wahrscheinlich auch abgehauen. Genau. So, was haben wir denn hier noch? Ist er das? Hä? Ein mittleres Schiff? Aha, okay. Das soll ruhig kommen. Kann ich ihn nochmal angreifen? Oder? Nee, in dieser Runde nicht. Dann eben nicht. Ein Scout wird angegriffen. Kann ich eigentlich genau diese immunische Diplomatie. So. 100% Schadenabsorption durch unbewaffnete Schiffe. Geht das? Das ist ja sozusagen eine Trumpfkarte. Oder hätte ich jetzt Flucht anwählen müssen? Aber Schadensabsorption heißt ja eigentlich immun. Bin ich mal gespannt. Die blöden Sofa, Vodiani. Sehr nette Grafik, wie immer. Wir nehmen keinen Schaden. Wir nehmen doch Schaden. Schade eigentlich. Tja. Wohl irgendwie doch nicht so richtig. Ich dachte, diese Karte macht einen immun. Oder hätte ich dann auf Flucht gehen müssen? Ja, das... Okay, vielleicht beim nächsten Mal. Dumm gelaufen. Ja, die Vodiani. Mit denen bin ich sowieso im Krieg. So. Dann...
Okay, dann starte ich auf jeden Fall für die nächste Folge die Bodeninvasion hier auf Bota. Denn flottenmäßig scheinen ja ziemlich hier am Ende zu sein, also keine großen Flotten mehr. Und ich will unbedingt noch Bota einnehmen und ja, den Sofron so endgültig den Gnaden, den Todesstoß versetzen. Oh, hier haben sie auch noch ein schönes System. Eins nach dem anderen. Erstmal das Hauptsystem, denn da sind ja auch ein paar nette Ressourcen, auf jeden Fall. Gut. Also nächste Folge Bodeninvasion in Bota, dem Hauptsystem der Sofrons. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ciao, der Argonaut.